Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Command & Conquer Alarmstufe Rot. Ich bin gerade noch dabei, den Gegner so ein bisschen einzudecken mit allerhand Flugbeschuss. Ich guck mal gerade, was können wir denn ihm jetzt noch wegmachen? Da ist nochmal so eine Luftabwehr. Da auch. Ich würde sagen, wir gehen uns mal auf die Luftabwehr. So, und ich muss mal schauen. Hier hinten sind schon wieder... Da sind schon wieder Typen unterwegs, die mir versuchen, meine Sammler platt zu machen. Das ist keine gute Idee von euch. Auf gar keinen Fall. So, auch du kommst mal bitte mit zurück. So, die packe ich mal alle hier hoch gerade. Mensch, jetzt komm doch hier. Mann. Okay, ich hoffe, ihr habt nicht allzu viel Schaden jetzt bekommen. Ja, sieht noch okay aus. So, wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal seine Basis ein bisschen anknabbern an diversen Eckpunkten. Damit er hier nicht mehr allzu viel ausrichten kann. Hier unten ist noch so ein Ding. Den schnappe ich mir jetzt mal als nächstes direkt. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Sammler, ne? Weiß nicht, wie viel ich gerade habe. Okay, da kommen ein paar Fußsoldaten. Ich habe jetzt insgesamt 3 Sammler. Kann das sein? Nur. Das ist nicht gut. Das sind ein paar wenig. Ich muss hier unbedingt ein bisschen was dagegen machen. Was war das denn? Okay. Gerade deine eigenen Einheiten gegrillt? Na, wie dumm von dir. So, aber ich glaube, ich habe eine Einheit verloren. 2, 4, 5, ja. Okay, wir haben eine Einheit verloren. Das ist nicht gut. So. Dann bauen wir mal noch eine. Kommt er jetzt mit seinen Einheiten hierher? Ja. Was haben wir hier? Fußsoldaten. Okay, ja, normale Fußvolk, das ist nicht so schlimm. So, ich breche das nochmal ab, damit ich mit den Transporter wenigstens fertig werde. Oh oh. Brauche ich, glaube ich, noch ein paar mehr Reg Zeros. So, okay. Wir haben die ganzen Verteidigung platt gemacht. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal auf die Raffinerie. Weil wenn er kein Geld mehr hat, dann ist es auch essig mit Bauen. Obwohl, ich sollte eigentlich aus dem Bauhof platt machen vielleicht. Nee, ich mach's mal sein Geld. Geld geht schneller. Wo bleiben sie? Da kommen sie. So. Habe ich jetzt den Heli eigentlich gebaut? 2, 4, 5? Nein, habe ich nicht. Komm schon, bevor das Geld da ist. Mist, der hat sein Geld bekommen, aber die anderen beiden sollten nicht mehr abliefern dürfen. Nein! Doch, okay. Puh. Das war gerade komisch. Ich glaube, er hat trotz alledem noch gebaut, wie auch immer er das jetzt, beziehungsweise verkauft. Er hat verkauft, wie auch immer er das gemacht hat. Ey, du sammelst mal nicht da hinten, weil du fährst bestimmt gleich in die gegnerische Basis rein, wie ich dich kenne, du Heini. So, hier hinten ist ja kein Erz mehr. Also gar nichts. Ich wüsste nicht, wo du jetzt hier noch sammeln könntest. Habe ich 2 verloren? Oh, ich habe 2 verloren. Unangenehm. Warum? Wo fährst denn du hin? Bitte mal hier einsammeln. Und das nochmal was mit dem. Der steht auch nur doof in der Gegend rum. Toll. Okay, da ist jetzt, geht jetzt nichts mehr. Die haben auch keine Kohle mehr. Huch. Wieso kriege ich das denn nicht mehr angesagt? Warum sagt mir das Spiel denn eigentlich nicht mehr an, wenn meine Basis angegriffen wird? Was ist da los? Oh, Manno. So, ich greife ihm mal seinen Bauhof an. Ich glaube, hier ist auch keine Verteidigung mehr. Nein. So, schauen wir mal. Mit den paar Panzern da irgendwie schon was ausrichten kann? Ich glaube nicht, ne?
Basis ist zu stark bewacht. Ja, ist sie definitiv. Ich greife jetzt gerade mit. Wieso denn nur dreien? Ich habe doch 4 Helis. Oder? Habe ich nur noch 3? Ach, da oben war noch einer. Okay, den habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. So, ich hoffe mal, dass jetzt hier bald mal ein bisschen Kohle wieder reinkommt in den Laden. So, meine ganzen Sammler sind jetzt alle hier drüben. Ich glaube, hier muss ich nochmal irgendwie aufforsten. Oder aufrüsten. Aufforsten ist ja kein Wald. So, schicke ich mal noch mit dahin. So, wir haben auf jeden Fall wieder ein Heli mehr. Das heißt, wir können wieder mehr zerstören. Und ich würde sagen, wir fliegen auch gleich wieder los. Ich weiß, dass ich kein Geld habe, Mann. Mission ist echt übel. Ich habe die ganze Zeit immer Einheiten irgendwie pushen muss, beziehungsweise ich muss halt irgendwie die ganze Zeit an Geld kommen, aber ich habe kein Geld. Ja, super. Mit einem Schuss sind sie dabei. Wunderbar. Fühl dich frei. In Ordnung. Ja, wir schmeißen jetzt alles auf die Panzer drauf, bevor die uns irgendwie zu doof kommen. Ach, schön, schön. Ich habe gerade wieder ein bisschen Geld bekommen. Nicht viel, aber ein bisschen. Es reicht nicht für den Heli. Da war offensichtlich nicht mehr viel Geld zum Holen. Doch, jetzt gab es nochmal Geld. Panzer ist leider doch nicht kaputt gegangen. Schade. Ich weiß gar nicht, wer jetzt so wenig Geld nur geliefert hat. Warum? Das ist mir gerade ein Rätsel. So, einmal alles reparieren. Sie hätten irgendwie eine Art und Weise in Mitleidenschaft gezogen wurde. So. Ich meine, dass der Panzer jetzt erstmal ein bisschen angeknapst wurde, ist nicht so schlimm. Der wird wahrscheinlich auch gleich angreifen. So, wir haben mal ein bisschen Geld. Wir könnten mal einen Panzer noch mitbauen. Ist nicht viel, aber besser als nichts. So, macht ihr bitte den Panzer kaputt. Da kommen sie endlich. Okay, ihr könnt auch gleich mal auf den V2 draufballern. Bevor der auf die glorreiche Idee kommt und mir die Dinger vor den Pelz schmeißt. Wie viel kosten die Panzer nochmal? Zu viel. Was? 800? 800, okay. Kann ich mir gerade nicht leisten. Das ist zu viel. Mach doch mal das Ding platt, ey. Gibt's doch gar nicht. Ich glaube, ich muss hier mal unbedingt ein paar Einheiten mit runterschieben. Oh. Wie wär's denn mal, wenn du mal hier drüber fährst? Hm? Mein schöner kleiner Sammler. Guck mal, platt, platt. Warum nicht gleich so? Komm, fahr mal da runter. So, okay. Jetzt haben wir hier zumindest schon mal etwas platt gemacht. So, der hier geht mir auch schon die ganze Zeit auf den Sack. Könnten wir ja auch mal ein bisschen wegräumen, diesen Typen. Komm her. Fahr da drüber. Du sollst da drüber fahren. Ey, der lässt ihn hier überfahren. Hä? Bist du durchgefahren oder was? Hallo? Ach, dann leck mich fett. Schicke ich gleich ein paar Einheiten rüber. Erwarte Ihre Befehle. Ich glaube, hier ist gerade irgendwas explodiert. Ne? Ich weiß es nicht. Na gut. Nochmal nach oben bringen, bitte. Und mal hier ein bisschen Stunk machen. Geld dürfte ja eh keins mehr haben. So, der ist erstmal ruhig. Der ging mir ein bisschen die ganze Zeit schon auf den Zeiger. So, ich greife mal die Basis von hier hinten rum an. So ein bisschen zumindest. So, wo bleiben meine Helis? Da kommen sie. Gucken, ob die das Ding platt kriegen. Ich glaube, es könnte eng werden.
Aber er repariert nichts, heißt er hat überhaupt kein Geld mehr. Ah, aber er verkauft. Das geht natürlich auch. Du kannst dir trotzdem nichts mehr leisten. Du kannst dir keine Einheiten... Na gut, kannst du höchstens noch ein paar Einheiten kaufen. Ein paar Manic-Hacken, aber das bringt ja auch nicht viel. Wenn dir das was bringt, dann sag Bescheid. Okay. Wir haben die gegrillt. So, ich werde mir mal noch ein paar Jeeps bauen. So rein als Vorsichtsmaßnahme. Weil damit kriegt man doch Einheiten schneller platt. Boah, ausgewichen. Nee, da nicht. Es ruckelt gerade ein bisschen wieder. Das Spiel kommt wahrscheinlich gerade wieder nicht mehr hinterher. Oder, weil ich zu viele gerade gebaut habe, Einheiten. Das kann natürlich auch sein, ich weiß es nicht. Oh. Da kommt wieder Flugzeuge an. Die irgendwas angegriffen? Ja. So, okay. Wir greifen nochmal irgendwas hier drinnen an, was uns gefährlich werden könnte. Boah, ey. Das sind so viele Einheiten hier. Müssen wir nicht mal drüber fahren? Sehr gut. Na! Fahr doch mal rüber. Boah, die kriechen immer weg. Penner. Absolute Frechheit. So, ich habe gerade einen Panzer verloren. Das ärgert mich. Wenn ich so viel Geld habe. So, der Jeep wird jetzt richten. Der eine. Sag ich doch. So, okay. Wie viele Jeeps habe ich denn jetzt? Zwei. Na gut. Damit können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was ausrichten. Ich habe aber auch leider nicht mehr sehr viele Panzer. So. Nehmen wir die Einheiten mal wieder und machen hier oben noch mal ein bisschen Stunk. Ein bisschen was kaputt schmeißen. Ach komm, wir schmeißen erstmal seine Cyborg-Fabrik weg. Ist eine gute Idee. Da kommen schon wieder diese fliegenden MGs an. Sind das seine eigentlich? Einheit verloren. Weiß es gar nicht. Du brauchst die Dinger nicht zu verkaufen. Du kannst eh nichts machen. Wieder eine Einheit verloren. Ich glaube, es waren Fußeinheiten hier unten irgendwo, ne? Wahrscheinlich hier. Weiß es ehrlich gesagt nicht. Irgendwo schmeißt er immer irgendwas runter. Naja. Soll er mal machen. Gut. Lass die mal gerade reparieren. Und ich fange mal langsam an, ein paar Invasoren zu bauen. Und fangen wir mal mit der Tesla-Spule hier an. Boah, hier sind so viele Menschen, ey. So viele Manic-Hacken in der Basis. Wird gebaut. Das könnte noch ein bisschen kritisch werden. Einheit bereit. Training. Bestätigt. So, die machen wir jetzt erstmal platt. Dann machen wir die hier platt. Einheit bereit. Einheit bereit. Training. Wird gebaut. Sehr gut. Machen wir hier hinten die noch platt. Dann müssten wir eigentlich alle Teslas weggeräumt haben, ne? So. Und die, die noch Munition haben, können das bitte mal noch auf den Flammenturm schmeißen. Viel werden sie nicht mehr haben. Oh, 5 Schuss, vielleicht 6 Schuss noch. Gut, der eine hat noch was draufgeschmissen. Fast die Hälfte kaputt gemacht. So. Ich schicke die Jeeps mal hier runter. Wir müssen noch aufpassen, wir haben hier nicht mehr so viel Geld. Das könnte bei Zeiten ausgehen.
wird gebaut. Das wäre dann nie so gut. Und vor allem geht mir bei Zeiten auch das Geld aus. Ich weiterhin so Einheiten rauspusche. Das wäre nicht so toll. Oh, da oben steht eine Tesla-Spule. Die kann man auch gerade mal wegschmeißen. Das muss nämlich nicht sein, dass sie hier rumsteht. Falls man da irgendwie mal rüber will. So, wenn ihr einmal da seid, könnt ihr auch mal hier die Luft auf ihr platt machen, bitte. Die schießt mir nämlich zu viel. Hörst du auf zu schießen? Nein! Shit. Na gut. Eine Einheit verloren. Ja, war mir klar. Keine Kohle mehr. Ach, der Heli ist schon fertig gebaut. Ach ja, stimmt, der baut ja immer so schnell, ne? Stimmt, 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 da war ja was. So, okay. Das haben wir. Jetzt muss ich mal gerade nochmal schauen in der Basis, ob hier noch irgendwas ist, was mir gefährlich werden könnte. Ach ja, der Flammenturm. Natürlich. Der Rest geht eigentlich. Ist eigentlich nur noch so Fußsoldaten. Ja, die können mir auch gefährlich werden, freilich. Aber ich sag mal, ich habe jetzt ein paar Jeeps gebaut. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. So, weg damit. Hundehütte platt machen, bitte. Die kann nämlich auch eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen. So, und mal gehen wir hier bitte auf den Heli. Danke. So, ich hoffe mal, es sind alle da. Wir greifen an. Gehen den Weg durch die gegnerische Hintertür, hätte ich beinahe gesagt. Ey, fangen die schon wieder an hier? So, schnell wieder hier hoch. Fahren die denn jetzt wieder da oben rum? Ja, von mir aus auch nicht mehr. Ich darf nicht zu viele Jeeps verlieren, das wäre schlecht. Ihr könnt ja alle mal ein bisschen mithelfen, ja? Wie wär's? Da ist was in meiner Basis. Oh, okay, gut. Es waren nur die. Ich dachte jetzt schon, es wird kritisch. Diese Helis hier gehen mir schon so ein bisschen in den Sack. Die muss ich gerade mal wegräumen. Weil die können mir nämlich echt nochmal Schaden machen. Und das machen sie auch schon. So, komm rein jetzt hier. Macht mal ein bisschen Stress. Hier noch viele Einheiten, oh, es geht noch. Komm schon, mach den platt. Boah, dauert aber lang, bis sie kaputt gehen. So, weiter geht's. Einmal nach hier unten, bitte. Ihr könnt auch gerne mal über die Leute drüber fahren, das ist kein Problem. Die haben da echt Spaß bei. Ich sagte drüber fahren. Ja, es hat nicht so gut geklappt mit dem Rüberfahren. Ja. Wir müssen das Gebäude hier wieder ein bisschen anknabbern, damit wir es einnehmen können. Ich probiere einmal hier das Ding noch mit einzunehmen. Warum nicht? Aber erstmal muss ich seine Helis platt machen. Die nerven nämlich. Fliegende MGs. Los jetzt. In Ordnung. Fahr doch mal bitte hier hoch. Macht mal bitte kaputt. So, dürft auch gern den Heli platt machen. In Ordnung. So, bitte mal noch einmal hier oben drauf.
Was ist denn hier unten schon wieder los? Was passiert denn da? Oh oh. Wird gebaut. Einheit verloren. Einheit verloren. Das ist keine gute Idee, dass du mich hier angreifst. Was passiert denn hier jetzt? Mann! Solange wir meine Invasoren nicht platt macht, ist alles in Ordnung. Boah. Hat mir aber meine Luftabwehr zerschossen, der Penner. Na gut, wenn er meint. Soll er machen. So, ich gehe jetzt mal in die gegnerische Basis rein. Und ich hole mir meine Einheiten. Und wir schießen mal hier drauf. Na komm. So, das Ding ist platt. So, wie gesagt, ich schieße mal das gegnerische Gebäude ein bisschen an. Damit es hier mal ein bisschen Schaden bekommt. Damit es einfach ist einzunehmen. So, okay. Wir probieren das einfach mal hier nochmal. Nein, das war doof. Zu spät reagiert. Egal. Das Radar muss ich jetzt nicht unbedingt vom Gegner einnehmen. Das ist Quatsch. So, wo bleiben meine Invasoren? Da kommen sie. Ich probiere nämlich auch mal die gegnerischen Erzsilos einzunehmen. Dazu knabbern wir auch die mal ein bisschen an. So, ich muss noch kurz warten, bis die Invasoren da sind. Da kommen sie. So, hier einmal rein bitte. Hier einmal rein bitte. Und wir gucken mal, ob wir noch Geld daraus bekommen. Ich glaube zwar nicht viel, aber... Warum nicht, ne? So, das ist schon mal unseres. Energieniveau kritisch. Oh. Energieniveau kritisch. So, dann kann ich die Invasoren wieder zurückschicken. Brauche ich wahrscheinlich gleich eh nochmal. So, wir gehen schon mal in die Richtung der anderen Basis. So, und gleich ist mein Strom fertig. Da ist mein Strom fertig. So. Aus der Richtung wird eh nichts mehr kommen. Ich brauche gleich noch ein zweites. Und wir ziehen einmal die Einheiten nach unten, bitte. Weil wir brauchen die ja jetzt woanders. So, habt ihr das Ding platt gemacht? Ich glaube. Ich glaube, sie haben es kaputt gemacht. Und ich habe auch keine Einheiten verloren. Sehr gut. Ist hier noch irgendwo eine Flugabwehr? Nein. Ist nur noch die eine. Wie es aussieht. Ja, ist nur noch die eine Flugabwehr. Sehr gut. Okay. Attacke. Würde ich mal sagen. Oh oh. Nein, der schießt immer auf die Schwächsten. Oh oh. So, okay. Das hier wird nochmal ein bisschen kritisch, da reinzukommen. Aber auch das schaffen wir. So, Einheit schon bereit. Guck mal, wie schnell der gebaut wird. Krass. Oh, ich habe 3 Stück verloren. Das war teuer. Na gut, und wie das Ganze jetzt weitergeht, würde ich sagen, sehen wir dann in der nächsten Folge von Command & Conquer Alarmstufe Rot. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.